Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße Sie zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau. So, wie du schon im Titel ablesen kannst und auch vor dir ablesen kannst, sind wir heute hier beim 2000 Abonnenten-Special Part 2 angekommen. Und dir fällt gleich auf, da steht ja gar nicht 2000, da steht ja 2032. Genau, denn dieses Video ist natürlich ein paar Tage später gemacht worden als der erste Part. Und ich wollte dir einfach nur zeigen, dass das ja auch ein aktuelles Video ist und jetzt nicht so, das ist schon eine Woche alt und das interessiert mich nicht so. Und ich wollte einfach nur zeigen, dass es hier wirklich aktuell und habe das einfach mal nachgetragen. Ich werde das nicht immer nachtragen, also immer wenn einer zukommt, trage ich das jetzt nicht nach. Das ist nur, ich sag mal, wenn ich hier später natürlich die Welt noch weiter baue, denn mir fällt auf, das Bauwerk ist ja so am Rand der Welt. Ja, stimmt schon, ist am Rand der Welt, aber hier wird ja auch noch irgendwann mal weitergebaut. Denn ich habe hier vor, irgendwann mal überall Villen hinzubauen, vielleicht ein paar Hochhäuser oder so, dass halt euer Denkmal, was ohne dich ja gar nicht hier stehen würde, auch in einer super Gegend steht. Außerdem habe ich das super gefunden, hier ist ja so, sag ich mal, das Meer von unserer Welt. Sieht zwar aus wie ein Fluss, aber soll das Meer sein. Und das ist auch so ein schöner Abschluss dafür. Ja, so viel eigentlich nur noch dazu gesagt. Wir gucken uns die Figuren auch gleich noch von hinten an, aber ich wollte erstmal sagen, was machen wir überhaupt heute in diesem Video? Erstmal komme ich gleich zum Part 1, der ja schon oben ist. Da wollte ich noch ein paar Worte zu verlieren und dann nochmal zum Kanal, wie der so ein bisschen entstanden ist. Ich hoffe, mir fallen die richtigen Worte immer ein, um das Ganze zu formulieren. Das ist jetzt schon, ich weiß gar nicht, welcher Part das schon ist. Ich musste immer wieder neu die Aufnahme starten, weil ich immer nicht wusste, wie ich das alles formulieren soll. Ich hoffe, diesmal klappt es. Und ja, einfach noch, wie der Kanal entstanden ist. Und am Ende gucken wir uns halt die Figur noch etwas an. Ja, komme ich erstmal zum Part 1, wie gesagt. Und zwar, ihr habt ja schon fleißig was darunter geschrieben und da ist ein Kommentar mir gleich aufgefallen. Und zwar war es ein Vorschlag, der im Video hätte drin sein müssen. Und zwar wurde vorgeschlagen, dass Kommentare eingeblendet werden hätten müssen. Und ich fand diesen Vorschlag relativ gut und ich sage immer, ich bin nur eine Person und ich habe immer nur einen Kopf zum Denken. Aber zusammen haben wir manchmal so viele Ideen, dass ich einfach nächstes Mal, wenn sowas sein sollte, so ein Video oder so, dann mache ich einfach so eine kleine Fragerunde, was muss alles in so ein Video rein, dass da so viele Ideen sind, dass wirklich so ein Video gar nicht dafür ausreicht. Und dann kann man einfach nicht vergessen. Aber dafür, als Entschädigung, mache ich einfach mal heute in diesen Part einfach mal jeden Kommentar vom ersten Part rein. Einfach mal so einblenden, einfach so, zack, haue ich euch hier rein, alle, die was untergeschrieben haben. Ja, das ist schon mal der erste Part. So, jetzt kommen wir einfach mal wieder, Kanal entstanden ist, und zwar ganz einfach mal gesagt, habe ich ja in diesem Video, ich weiß nicht, ob das ein Song war oder nicht ein Song, ich weiß, ich kann nicht singen, aber ich wollte einfach so mal so in der Art so ein Video machen. Naja, halt so Hotdog-Art. Ja, und zwar der Kanal ist einfach mal entstanden, sage ich mal, erstmal durch Twitch. Da habe ich ein paar Monate erstmal gemacht, dann habe ich mir einen YouTube-Kanal gemacht, habe da meine Clips hochgeladen, um so ein bisschen zu archivieren, und danach habe ich eigentlich alles wieder in den Sand geworfen, weil ich einfach danach auch keine Lust mehr hatte, da weiterzumachen. Dann bin ich wieder zu Minecraft gegangen, hatte da ein bisschen rumgebastelt und irgendwann bin ich mal einen Freund auf eine Welt nachgejoint und der hat mich einen Freund vorgestellt, wie das halt so ist, man stellt einen Freund vor. Und der hatte eine riesige Minecraft-Welt, das hat mich schon fasziniert, weil ich selbst habe eigentlich nie großartig gebaut, weil ich hatte einfach immer keinen Sinn gesehen, in Minecraft sich so eine großartige Welt zu bauen. Und vielleicht kennt ihr den. Hier auf meinem Kanal ist er nicht so vertreten, aber er ist der Grundstein dieses Kanals, warum ich heute eigentlich Baututorials mache, warum ich überhaupt Minecraft so viel mache. Er hat mich eigentlich dazu erst hingebracht. Und zwar heißt er PlaySample. PlaySample 1, um genau zu sein, hier auf YouTube. Und er hat mich dazu verleitet, erst in diese Richtung zu gehen. Und ohne ihn wäre das alles für heute gar nicht hier so, wie es ist. Und ich würde sagen, wir müssten ihn eigentlich mal alle einfach mal danken dafür. Und ich würde sagen, wir gehen einfach jetzt hier. Den Link zu ihm findest du gleich ganz oben in der Videobeschreibung. Und zwar gehen wir einfach mal alle zu seinem Kanal und abonnieren ihn, wenn er noch nicht abonniert hat. Und würde mal sagen, gehen wir einfach auf sein letztes Video, liken das, schreiben einen positiven Kommentar, denn ich finde einfach, er hat es verdient, denn er ist wirklich ein korrekter Typ und das kann man ihm wirklich gönnen. Und vielleicht wird er hier mal auch ein bisschen öfter mal zu sehen auf dem Kanal. Ich werde es mal versuchen. Und ja, ich würde einfach sagen, geht zu ihm hin. Und guckt ihn euch auch gleich an, wenn ihr da seid. Denn ich sag mal, er macht tolle Baututorials. Wenn ihr wirklich euch mal was richtig Großartiges in eurer Welt mal hinbauen wollt, dann müsst ihr einfach zu PlaySample hingehen. Denn er macht riesige Baututorials, wo man wirklich schon mal Wochen, vielleicht auch Monate mal dran sitzt, um das Ganze fertig zu bauen. Und das ist wirklich, wirklich außergewöhnlich, weil sowas habe ich auf YouTube auch noch nie gesehen, wo
wo man solche Bautools nachbauen kann. Und das muss man sich wirklich einmal einfach mal angucken. Selbst auch bei mir noch. Ich habe in Zukunft noch vor, auf diesem Kanal noch ein bisschen die Qualität zu steigern. Von den Bautools weiß ich nicht, wie man da noch die Qualität steigern kann, aber von was anderem. Und zwar, ihr kennt ja manchmal, ich mache ja so Hot and Dog Folgen. Und da möchte ich auch wieder ein neues Konzept entwickeln jetzt in den nächsten, im nächsten Jahr. Ich weiß immer, das hört sich immer komisch an. Wir sind ja mitten im Jahr, aber jetzt vom Kanal aus gesehen, fängt ja das nächste Jahr auch bald an. Ende des Monats ist es eigentlich erst richtig rum, das zweite Jahr. Und im dritten Jahr habe ich vor, neue Projekte zu starten, besonders auch neue Serien. Ich habe schon öfter mal erzählt, dass ich Serien machen möchte. Meistens sind sie in den Sand verlaufen, weil ich einfach mir zu viel vorgenommen hatte. Ich hatte eigentlich zu viel vor mit zu vielen Leuten und meistens waren die Leute einfach nicht vertrauenswürdig oder nicht einfach genug verlässlich, dass das Ganze geklappt hat. Meistens auch immer ist das Ganze im Sand verlaufen. Aber diesmal möchte ich ein neues Projekt starten, was im neuen Jahr dann auch anfängt und das wirklich auch anfängt. Und ja, diesmal fange ich klein an, denk klein und fange und steigere mich dann einfach, würde ich mal sagen. Man steigert sich einfach. Ja, da würde ich dann einfach mal gucken. Ja, aber ansonsten, was gibt es eigentlich noch zu sagen zu 2000 Abonnenten? Erstmal, ich weiß gar nicht, wie wir das überhaupt geschafft haben. Vor zwei Jahren hätte ich das wirklich nicht gedacht, dass wir 2000 Leute hier überhaupt erstmal irgendwann mal sind. Ich war schon damals zufrieden, als wir 100 Leute waren. Und ich finde immer, desto größer es wird, desto mehr verliert man die Kontrolle. Und ich finde es auch eigentlich super, dass wir immer noch so ein kleiner Haufen sind, denn ich sag mal, ganz ehrlich gesagt, klein und fein, ne, das gefällt mir schon sehr. Naja. Ja, trotz alledem bin ich eigentlich relativ zufrieden hier zurzeit auf YouTube und man kann eigentlich gar nicht meckern. Ja, ich finde es eigentlich, wir fliegen hier mal langsam rum, nicht, dass ich euch hier immer nur die Vorderansicht zeige. Hier an den Seiten siehst du ja auch Planet Erde. Soll so ein bisschen darstellen. Ich habe nicht wirklich die Kontinente so gemacht, halt. Nur so ein bisschen halt irgendwas gemacht. Ja. Ja, zu den Figuren komme ich gleich, aber ich glaube, jeder kennt sie halt. Muss man nicht viel zu sagen. Hier die Rückseite hat man ja gar nicht gesehen. So ein bisschen designt habe ich die auch. Hier bei Bart, da steckt ja auch was drin in der Hose. So, also eine... Wie nennt man das? Na, wer weiß, wie heißt das? So eine Schleuder, ne? Mit so Kaugummis oder Steine. Naja, Steine würde ich nicht unbedingt. Ich würde sagen, macht man nur Kaugummis oder Papier. Ne? Damit so ein bisschen rumschießt. Ja, oh, Homer hat hier was fallen lassen. Na, da hieß er bestimmt mal auf, ne? Ja, und hier sind noch unsere Figuren. Das habe ich immer früher eigentlich relativ oft gemacht, so figurenmäßig. Ja. So, jetzt habe ich schon wieder fast mein Thema vergessen. Ich müsste schon fast wieder die Aufnahme neu starten, weil ich jetzt nicht mehr weiß, wie ich hier das Ganze weitermachen soll. Eigentlich hier weiterreden soll. Ja, ich hoffe, ich muss das auch nicht oft zu oft machen hier sowas. Weil sonst fällt mir ja irgendwann mal nichts mehr ein, was ich so labern könnte hier. Naja. Aber ich möchte das Video auch nicht zu lang machen und von daher komme ich noch zum Abschluss. Und zwar würde mich eine Sache noch brennend interessieren bei euch und zwar einfach mal, warum hast du diesen Kanal abonniert? Weswegen? Damit ich einfach mal gucken kann, wo ich vielleicht in Zukunft wieder hingehe oder was ich so beibehalten soll oder wo ich mich einfach noch ein bisschen mehr reinsteigern muss, weil euch das einfach mal gefällt, dass ich da noch versuche, doch noch etwas, ein bisschen mehr Qualität rauszukitzeln, um mir doch noch ein bisschen mehr Mühe zu geben. Weil ich möchte ja auch, dass es euch gefällt und wenn es euch gefällt, gefällt es mir sowieso, weil ich lade nichts hoch, was mir nicht gefällt. Aber ich bin immer einer der... Also ich finde immer, ich bin, glaube ich, mein stärkster Kritiker. Weil immer, wenn ich was hochlade, finde ich immer noch ein paar Fehler und sage so, Mist, das hätte man anders machen können und das noch anders. Aber das ist ja immer so. Man sagt ja immer im Nachhinein, ah, das hätte man anders machen können oder so. Aber das ist halt immer so. Ja, aber ich möchte gerne noch eins wissen von euch. Und zwar, warum hast du diesen Kanal abonniert? Hast du diesen Kanal abonniert, weil du die Simpsons gerne guckst? Oder hast du diesen Kanal abonniert, weil du mich gerne guckst? Oder hast du ihn abonniert, weil du meine Tutorials machst? Oder. Der kann alles einfallen. Es gibt keine falschen Antworten. Weil das würde mich einfach mal interessieren, wo ich mich dann einfach im neuen Jahr einfach mal wieder reinsteigern kann oder vielleicht Projekte, die ich mal wieder in Angriff nehmen soll. Weil ich habe ja auch manche Projekte schon abgeschlossen hier, die ja eigentlich schon fertig sind. Jetzt fragst du dich, welche Projekte denn? Ja, ihr müsst ja auch mal die Tutorials, also ich meine nicht Tutorials, sondern die Playlisten euch mal angucken. Denn da findet ihr ja auch noch die alten Videos, was man so gemacht hat. Vielleicht wollt ihr da auch mal wieder was sehen von, wo ich mich da auch mal wieder reinsteigern soll. Nur jetzt hat sich im Laufe der Zeit hier auch einiges geändert. Früher, da hatte ich Leute wie Sand am Meer wirklich zum Aufnehmen. Heute, auf dieser neuen Version, ist das Ganze nicht mehr so. Die Leute sind schon wieder aus Minecraft ein bisschen rausgewachsen, kann man schon fast sagen. Die haben schon nicht mehr so Lust, hier in Minecraft sich so ein bisschen rumzutreiben. Und da fehlen natürlich dann auch ein paar Leute zum Drehen. Ja, das ist immer so ein kleines Problem. Darum habe ich auch manche Projekte auch nicht mehr weitergemacht, weil einfach das einfach nicht mehr funktioniert hat. Aber vielleicht
irgendwann mal sind wieder Leute da, die das mitmachen wollen. Da muss man einfach mal gucken. Ja, das war eigentlich hier der Part 2. Ich weiß nicht, was man noch alles so sagen soll. Eigentlich habe ich im ersten Part schon alles gesagt. Ich finde das einfach super, wie wir hier einfach zusammenarbeiten, einfach mit Ideen. Und ich hoffe, das machen wir noch so lange, wie es halt geht. Aber ich wiederhole mich schon, glaube ich, aus dem ersten Part. Ja, ansonsten möchte ich hier noch eins sagen für alle Aktivgucker. In der nächsten Woche kommt wieder Simpsons. Da bauen wir das Knoidoleum weiter. Da kommt ja in Part 2. Und ja, das war es eigentlich auch. So, ich würde sagen, wir stellen uns jetzt Safety hin. Ich nehme auch dieses Bild als Thumbnail, das wirst du nachher sehen. Und ja, ich nehme jetzt einfach das hier. Ich habe so oft schon immer die Aufnahme abgebrochen. Diesmal wird es klappen. Diesmal nehme ich diese Version. Weil mir fehlen manchmal immer die Worte. Das muss man einfach auch mal sagen. Obwohl, wir könnten uns ja nochmal die Figuren ein bisschen genauer sehen. Jetzt habe ich euch ja gar nicht die Figuren so richtig gezeigt. Siehst du, dann machen wir das noch. Haha. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange ich daran saß. Ich glaube, für so eine kleine Figur wie Bart saß ich eine halbe Stunde dran. Für Homer und Marsh immer so eine Stunde, um die so ein bisschen zu entwerfen. Und für einen Hund so, na, das war jetzt 10 Minuten Sache. Weißt du überhaupt, wie der Hund hier heißt bei den Simpsons? Nein? Na, der heißt doch Knecht Ruprecht. Das weiß man doch. Guck mal, der guckt schon so verdutzt zu Bart, ob er ein Leckerli irgendwo bei sich hat. Bart, hast du was hier mit der Schleuder? Irgendwas noch vor? Ja, das ist Bart. So, wer ist das hier? Weiß das einer? Natürlich, unser Homer. Ich sag mal, läuft ihm da Sapper aus dem Mund? Pfui, brauchst du ein Taschentuch oder sowas? Ach so, guck mal, da liegen ja Donuts auf dem Boden. Ey, da hat er schon einen abgebissen. War das Bart, der Freche? Hat er da Homers Donuts abgebissen? Wer weiß das? Ja, dann liegen natürlich hier noch ein paar Duff-Bier-Flaschen hinten rum. Homer hat die natürlich nicht ausgetrunken. Hat er schon einige schon Intus oder warum liegen die hier so? Naja, wer weiß das? So, wen haben wir denn hier? So einen kleinen frechen Spatz hier. Das ist natürlich genau, das ist ja richtig Maggie. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Figur überhaupt entworfen habe. Ich habe mich einfach hingesetzt und so ein bisschen dran rumgefummelt. Ich finde aber bei den Simpsons sind die Haare immer das Schwerste, was man da bauen könnte. Hier haben wir noch die süße kleine Maggie. Neben Maggie, hast du schon bestimmt erkannt, ist natürlich noch ein weiteres Haustier der Simpsons. Und zwar Snowball. Welche Nummer wollen wir geben? Snowball 9? Die haben ja so viele Katzen gehabt. Da muss man sich manchmal denken, uiuiui. Aber der Hund überlebt das immer, ne? Aber die haben so viele Katzen, das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Ja, Snowball. So, welche Dame haben wir hier? Hier haben wir denn die elegante Marge Simpson. Da muss ich ein bisschen weiter rausscrollen hier mit der Kamera, damit ich sie auch komplett ein Bild habe. Denn ihre Frisur ist wirklich einzigartig. Sowas gab es wirklich noch nie. Ja, das ist Marge. Die guckt natürlich wieder zum Homer, weil der schon wieder sabbert. Ja, das ist Marge. So, dann haben wir hier noch eine weitere Figur. Welche Figur wäre das? Wer wäre das hier? Das ist natürlich richtig Lisa Simpsons. Und man sieht schon gleich, was ihr Hobby ist. Natürlich Bücher. Bücher über Bücher. Hier haben sie noch ein paar Bleistifte, würde ich mal sagen. Wo sie mit den Büchern bestimmt rumkritzelt, Notizen macht oder sonstige Sachen. Sie ist ja die Schlauste aus der Familie. Und ja, gibt es eigentlich auch nicht so viel zu sagen zu Lisa. Da finde ich aber den Kopf eigentlich gut gelungen, muss ich wirklich sagen, bei Lisa. Das saß ich auch am längsten dran, weil Lisa ist echt schwer, würde ich sagen. Sie hat ja so einen Zackenkopf und man muss ja, sag ich mal, auf der Rückseite den ja auch ein bisschen bearbeiten und man kann ihn ja nicht komplett gerade lassen, wie ich das so ein bisschen bei Maggie gelassen habe. Aber bei Maggie fand ich das ein bisschen übertrieben, wenn ich da auch sowas mache. Aber bei Lisa hat das irgendwie so gepasst, da hinten noch so ein bisschen rauszubringen. Weil würde ich das einfach hier, sag ich mal, so gerade lassen, dann wäre das so ein komischer Kopf, der wäre dann so ein bisschen dünging, ne? Bei Maggie geht das noch. Der ist eigentlich relativ gut. Man darf ja die Köpfe auch nicht zu dünn machen. Und ja, so, das ist unsere Familie. Ich hoffe, die gefällt das Denkmal. Ich saß wirklich lange dran. Ich hatte echt viele Versionen vorher hingebaut, bis ich so an sich das Ganze hatte, wie das aussehen soll. Und jetzt fällt mir wieder, ey, das Video ist zu Ende und mir fällt noch so viel ein, was ich jetzt sagen könnte. Man könnte ja auch, das sage ich jetzt einfach. Das ist ja auch drin im Video. Und zwar einfach mal, falls wir wirklich irgendwann mal nochmal eine sagenumwobene Zahl knacken sollten, werde ich vielleicht noch ein paar Figuren von den Simpsons hinbauen. Könnte man ja machen. Irgendwie immer für irgendwann ein Ereignis bauen wir uns hier irgendwo was hin. Vielleicht nicht unbedingt am Strand, weil hier hatte ich vor, mir irgendwie Häuser oder sowas hinbauen. Vielleicht dahinter oder irgendwo anders in der Welt vielleicht noch. Muss man einfach mal gucken. Wer weiß, wie das in Zukunft aussieht. Naja, aber jedenfalls ist das Video vorbei.
Und ich würde sagen, ich stelle mich hier vor unseren Figuren hin. Und ihr wisst ja Bescheid. Ne, wenn ich Safety stehe, gesagt habe ich ja eigentlich alles. Und dann sage ich nur eins. Und zwar ganz einfach. Haut's rein. Und tschüss.